Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Maratomi. Heute wollen wir einen Berg bei Waldshassen besteigen. Aber bevor ich damit beginne, möchte ich noch auf meinen YouTube-Kanal Maratomi verweisen und euch bitten, diesen zu abonnieren. Aber nun geht's auf die Tour. Gabi weigert sich gerade, sich filmen zu lassen. Zu meiner Überraschung folgen wir hier sogar den Fränkischen Gebirgsweg. Ja, wir wollen übrigens den Glasberg besteigen, und zwar eine Bikander-Erstbesteigung sogar. War noch keiner droben mit Bikander. Sind wir die Ersten dann. Jetzt wird sogar ein Single Trail. Romantisch. Eine Kapelle. St. Josef Kapelle. Jetzt geht's zum Kappelblick. Aussicht auf die Kappel. Da wollen wir nachher noch hin. Jetzt wollen wir erstmal schnell den Gipfel noch einsammeln. Die hat auch schon. Ist bald 150 Jahre alt und ist gar nicht so dick. Oh, schon ganz schön hoch. Da fehlen jetzt teilweise leider schon die Rinde, dann haben wir schlechte Karten. Vorhin hat man ja eine Strobe gesehen, die sieht ein bisschen wie eine Kiefer aus. Habe ich für eine Kiefer gehalten, war aber dann eine Strobe. Gut, die Berge erkennt man gut. Tanne, Eiche am Stamm nur, ist ein bisschen schwer, oder? Jetzt auf der Karte ist der Gipfel des Glasbergs nicht richtig erfasst. Wir sind jetzt hier angeblich 40 Meter vom höchsten Punkt entfernt. Aber hier müsste der höchste Punkt meiner Meinung nach sein. Ist aber egal, weil wir im 50 Meter Bereich sind. Dann kann ich ihn eintragen. So, der Gipfel ist erfasst. Die Aussicht hält sich hier in Grenzen auf den 628 Meter hohen Glasberg. Aber ich war jetzt hier zusammen mit der Gabi Bikander Erstbesteiger. Juhu! Wenn man Gesteine kann man erraten, aber da wachsen so viele Flechten drauf, dass man wirklich nicht mehr sieht, was es ist. Gute Milchquarz hier hinten, Nummer 4, den erkennt man. Ich war ja mal Geologe, aber es ist nicht viel hängen geblieben. Das Gestein ist gefaltet worden, ist geschichtet. Irgendwie Sand ist da mit drin. Sandgestein? Schiefer? Ja, er ja, ist schiefrig. Aber der hat aber nicht die typisch dunkle Farbe. Und auch das ist Basalt. So achteckig, fast wie ein Smaragd oder sechseckig. Also hier konnte man das Quiz, da konnte man dann nachschauen, was was ist. Also hier eins Basalt. Das meiste habe ich nicht erraten, aber das war ja alles überwuchert mit. Hat er wieder Ausreden zu. Ja, mit Flechten und allem Möglichen, sodass man da wirklich nichts mehr sieht. Und ich habe meinen Geologenhammer nicht dabei gehabt. Nächstes Mal komme ich noch mit Geologenhammer. Aber da habe ich auch gesehen, dass das Eisen ist da. Sieht man, bei dem Stein sieht man es besser. Vulkanisch zudem. Das ist jetzt Kappel, das schauen wir uns mal an. Sieht ja super aus. Beeindruckend. Das ist ein Strobe. Ja, das war es dann schon wieder mit dieser Tour. Zuerst auf den Glasberg und dann zum Kappel. Die Kirche war ja wunderschön. Die Wege hier waren auch schön zu wandern. Also das kann man weiterempfehlen. Wenn jemand hier mal bei Waldshassen ist, kann er die Tour da gerne mal nachwandern. Geht hier ja auch weitgehend am Fränkischen Gebirgsweg entlang. Und
Ja, wenn euch der Film gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, meinen YouTube-Kanal Maratomi zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und zum Abschluss noch dieses Schild.